Warum mute ich mich nicht eigentlich? So, passt, gut. Dann, okay. Hallo und herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Part von Unknown. Ich bin nicht alleine. Ja, macht Sinn bei dem Format. Nämlich diesmal mit den Tugi Plays. Hallo Tugi Plays. Yo, Leute. Tja, ich habe keinen Plan, wo du bist, aber lauf mal irgendwo anders hin und wir treffen uns dann irgendwann. Ah, ich sehe dich schon. Ach, das ist praktisch, ja. Da kannst du... Ja, okay, lauf halt komplett an der Truhe vorbei, Patrick. Ja, diese Seesterne. Das... It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Ah, das ist schon... Oh, die Rotte, juck die dich. Bitte eine Hose? Da ist eine Hose, die ist golden. Sowas mache ich für dich, ne? Obwohl ich dich gar nicht kenne. Ach... Wow. das bei diesem Format. Unknown, wo ich dich nicht kenne. Welch Zufall, meinst du nicht? Wer das Format nicht kennt, ich kenne Tugi Plays nicht. Und er kennt mich nicht. Und deshalb nehmen wir auf und lernen uns kennen. Ganz genau. Das ist, wo bist du? Ich fühle mich unsicher. Ich höre Menschen essen, das macht mir Angst. Ah, eine Bumsebiene, oh Gott. Die Witzange ging da mal drauf, oder? Ja, dann hol mal die Bumsebiene. Ja, welches Mikrofon benutzt du denn? Das hört sich ja nicht nach 30 Euro Mediamarkt-Mikro an. Und zwar das Auna US... Auna B900 oder sowas. Ach, das hat sich, glaube ich, auch der liebe Seuchendoktor geholt, letztens. Vielleicht geben wir die. Huh? Okay, ich hab da wieder noch ein bisschen Stuff für die. Ach, das ist nett. Und welches hast du überhaupt? Ich hab ein G-Track, Samsung G-Track. Nicht das bekannteste, aber es ist okay. Ist großartig. Aha, also ich kenne es meinerseits eigentlich überhaupt nicht. Wie alt bist du denn, wenn ich das 13. so fragen darf? 13, was? Ich bin 14. Ich habe übrigens keinen Plan von der Map. Oder von Minecraft in letzter Zeit. Nur am BO3 suchten. Ach, da ist ja ein Gegner. Da muss da was sein. Ah, nice. Get down! Ich weiß noch, ich war damals, sieht man noch meinen alten SG-Videos. Vor Jahren, vor einem Jahr, da war ich immer richtig der Sortierer. Hab da wirklich nach jedem Kill, da stand ich da und hab eine Minute lang mein Inventar sortiert. Das war dann immer sehr unterhaltsam. Oh, das kenne ich einfach. Am besten dann noch in der Aufnahme wieder reinrennen in die Sachen. Ich bräuchte was zu essen, hättest du was? Ja, ist sogar richtig voll. Oh, danke schön. Mein Gott, MLG. Ja, lass mal machen. Aus drei Blöcken Entfernung. Ich hab keinen Kopf. Scheiße. 6 Herzen voll. Komm, wir bauen eine Falle, okay? Warte. Wir bauen eine Falle, hier. Was machst du da? Ich baue eine Falle. Das sieht man doch. Ich baue eine Falle, pass auf. Ich will mal TNT. Ja? So, gut. Ja? Die Falle hat funktioniert. Das ist eine gute Falle, ja. Da ist der nächste Gegner, da kann man hingehen. Habe ich gehört. Unter Umständen gibt's gratis Würste. Oh. Alec. Der Tugi war so frech und hat anderen Menschen Kommentare abgelassen, in denen meinen Namen geschrieben. Das war recht frech, ja. Was? Nein! Nein! Das Wasser. Ich überlebe das. Ich bin Overprone Minecraft. Bin! Bist du? Das mag sein, aber ich bin einen heißen Tod gestorben. So, es geht weiter. Diesmal auf der Karte Tatooine. Die Karte ist großartig. Tatooine. Wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen? Achso, und zwar habe ich einen uralten Kanal, der war glaube ich 3-4 Monate oder... Na, länger sogar. Ich habe ein Jahr alt jetzt schon. Und der hat Tuckputz geheißen. Der hat keine Ahnung, wie auf den Namen. Wie hat er geheißen? Tuckputz. Ja, ich frage ja... Wie man ist. Okay, Tuckputz. Ja, und dann hat einfach mal so ein Freund von mir, hat dann so gesagt, ja, wie wär's, wenn du Namen mal abkürzt? Und dann hat er einen Tugi genannt. Und seitdem hast du jetzt irgendwie... Tugi finde ich gut. Oh, ja, Tugi. Get Dark Water. Oh, das Wasser ist dunkel, da sollte ich lieber wegrennen, ne? Davor habe ich Angst. Und das ist eigentlich voll... das ist eigentlich voll dämlich, dass ich dich das frage, weil ich dir das nicht sagen kann. Weil... Das ist einfach eine mega lange Story ist. Eigentlich voll dämlich, dass ich dich das frage, aber irgendwann werde ich es erzählen und dann sind alle voll surprised, wie deep die Scheiße ist.
Das ist ein Name. Ich sag nur, es gab ein echtes Schaf, so. Oh nee. Ja, es gab ein echtes Schaf. Hast du Haustiere, wenn wir schon dabei sind? Ja, vielleicht so ein Schaf, so ein Hausschaf, ja? Na, Schafe, ne? Aber ich hab zwei Katzen. Ich hab eine. Oh. Jetzt bin ich ein bisschen traurig. Vor allem, weil It's Hurensohn, PvP, was auch immer, mich verfolgt. Das finde ich auch traurig. Slyness PvP, Alter, ich krieg AIDS davon. Solche Namen, ne? So, wo bist denn du? Wäre ganz toll, wenn ich dich mal finde. Okay, er geht einfach weg. Ich hab grad selber irgendwie keine Ahnung und keinen Plan, wo ich gerade bin. Ich bin hier gerade bei so ein paar Podracern. Ah, da hinten, okay. Jetzt bin ich gerade da weggelaufen. Und die werden natürlich die ganze Runde wieder mal getargetet. Das ist, hast du keine Waffe? Doch, aber anderthalb Herz. Ja, gut. dann werde ich dich finden und dann werde ich dir helfen, ja? Oh, das so, ist ja cool. Wo bist denn du? Ja, ich folge einfach mal den Kompass. Das ist eine wertvolle Botschaft ans Leben, fürs Leben, meine Freunde. Folg dem Kompass. Ich kann gleich immer spenden. Also immer nach Norden? Ich weiß nicht. Ich hol ihn mal von hinten. Schieh. Oh lol, er dreht sich komplett direkt um, alles klar. Und wird hoch. Ich bin dann mal weg. Ja, ich glaube, die Runde gewinnen wir. Das könnte echt gut sein. Also, ich finde es gar nicht mal so toll, wenn ich mir jetzt ein Team verfolgt. Aber, vielleicht ist es ja gar kein Team. Ah. Ja, genau, der Hintere hat mich gekillt. Nee, das ist ein Team. Ach doch. Oder boostet der? Nee. Und beide One-Hit. Nice. Good game. Alles klar. Jawohl. Das war Skill. Das war der ultimative Skill, meine Freunde. So. Nom nom nom. Wisst ihr, so müsst ihr an die Sache rangehen. So seid ihr erfolgreich. Oh, wie ärschig. Ärschig? Ärschig. Richtig ärschig. Lalalala. Ich weiß, ich hatte hier mega das krasse Gameplay mal. Als ich aus Rumänien kam. Keine Ahnung, wie vielen Stunden Autofahrt. 18 Stunden, glaube ich. Habe ich mich einfach vor den Rechner gesetzt und mir gesagt: YOLO, ich nehme jetzt auf. Ich habe dann das mega krasse Gameplay hier gespielt. Also, du warst jetzt in Rumänien? Ich war in Rumänien vor letztes Jahr. Das ist eine andere Geschichte. Warum laufe ich eigentlich vor dem weg? Warum mache ich das? Weil ich ein Pussy bin gerade, weil ich gerade gar nichts drauf habe. Das ist ja hat er mich abgeschossen oder ich mich? Oh, er hat ein Dierschwert. Finde ich ja gar nicht mal so, Togo. Ich will's haben. Geh mal her. Ich hätte vielleicht einen Apfel essen können. Oh, wäre vielleicht ganz Hugo gewesen. Oh, okay, ein Herz, alles klar, was kann ich dafür das sein? Ich bin. Okay, nächste Runde. So, was für Spiele spielst du denn noch, außer Minecraft? Minecraft? Minecraft. Also, ich habe früher eine lange Zeit lang GTA 5 gezockt auf dem PC, aber nach der Zeit wird es meiner Meinung nach richtig lame und. Ja, in letzter Zeit zocke ich einfach nur The Binding of Isaac Rebirth. Das ist einfach so ein richtig sichtbar Game. Und ja, sonst halt nur Minecraft. Bei dir? In letzter Zeit sehr viel Call of Duty, BO3 halt, weil es halt neu rausgekommen ist. GTA 5 habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit gekauft. Der Beiniger Isaac gar nicht. Oder irgendeinen anderen. Wie hier? Das war doch eine Reihe, oder? Ja, gibt es verschiedene Teile. Wie heißt der? The Binding of Isaac, genau. habe ich auch nie gespielt. Habe ich mich eigentlich auch nie für interessiert. Aber Rocket League ist ja. Das sind so Spiele, die ich jeden Tag spiele. Rocket League ist echt geil. Ich hab Rocket League. Immer so abends, bevor ich schlafen gehe. Das ist ganz cool. Dann Minecraft in letzter Zeit gar nicht mehr so viel. COD jetzt in letzter Zeit Schwerpunkt. Davor Counter-Strike. Habe ich ja über alles schon ein Video gemacht, fällt mir gerade ein. So, du bist ja noch am Leben. Das ist ja ganz schön. Ja, ich schon. Und du? Ich lebe auch. Das muss Schicksal sein. Was machst du denn auf deinem Kanal? Naja, eigentlich kann man es keinen Kanal nennen. Ach so, ist kein gar keiner. Also ja, ich meine halt damit, dass ich richtig inaktiv bin. Ach so, jo. Aber wenn ich mal... Bist du so ein aktiver Spritzer, würdest du also behaupten? Ja, tolles Wort auf jeden Fall. Aber wenn ich Videos mache, dann eigentlich nur Minecraft. Aber ich habe vor, andere Games anzuzocken. Ah, da ist noch einer. Ich habe zwei Herzen. Oh Gott. Kriegst du denn oder hau ab? Oh mein Gott, Anschatz. Ich
trifft gar nichts. Ah! Checker Gamer oder was auch immer. Checker Chock. Oh Gott. Halbes Herz. Oh Gott. 1,5 Herzen. Okay, er ist ganz low. Er ist ganz, ganz, ganz low. Ja, den kriegen wir auf jeden Fall. Wir können ihn holen auf jeden Fall. Ich habe 3 Herzen, aber wir holen ihn. Da! Ey, er schluckt aber. Der müsste sowas von einem One-Hit sein. Er ist sowas Herzen. Von einem One-Hit. Naja, man wird wieder generiert, wenn man einen Kill macht. Ja. Das ist korrekt. Finde ich eigentlich gut. Aber ja, also gegen Abstauber. Ist schon ganz toll. Aber wenn man wie ich ist und dann einfach zu 2 Leuten geht und beide One-Hitted. Jo, komm mal schon mal gönnen. Das ist ein Rückenarsch. Jo, was? Warte. Ich geh jetzt schwimmen. Ich wünsche mir viel Glück. Nicht, dass ich wieder ertrinke. Ah ja, deine Relapse-Story. Ach, aber echt nices Format, muss ich finden. Was? Unknown? Na, Relapse-Stories, Mann. Das ist eigentlich kein Format. Das ist die erste Folge. Oh. Also eigentlich Old School Monday, wo ich einfach rede. Halt die Dame. Oh, okay. Oh, ich hab ihn. Good game. Chaka chok. Oh, und da auch good game. Schreibt mir in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare good game. Ich trinke noch ein bisschen Tee. Ah. Tschüss. Gut. Wir sind durch. Dann habe ich jetzt das Vergnügen. Des Cuttens. Ich freue mich drauf. Nice.